Ein Gespenst geht um in Europa. So beginnt das Kommunistische Manifest, eine Schrift aus dem 19. Jahrhundert. Und klar, das Gespenst ist der Kommunismus selbst. Er ist, wie ein Gespenst, nicht greifbar, kann überall auftauchen und verbreitet Angst und Schrecken. Zumindest unter den Herrschenden, also unter denen, die die Arbeiterklasse ausbeuten. Aber was will das Gespenst? Naja, nicht weniger als das Paradies auf Erden. Es ist eine der einflussreichsten Streitschriften der Moderne. Das Manifest der Kommunistischen Partei, verfasst von Karl Marx und Friedrich Engels. Im Februar 1848 geht die Urschrift in London in den Druck. Im 19. Jahrhundert wandelt sich Europa von einer Agrar- in eine Industriegesellschaft. Erfindungen wie die Dampfmaschine wälzen die Produktionstechnik um. Die Verstädterung, eine schnell wachsende Bevölkerung und das Elend der Arbeiter werfen die soziale Frage neu auf. Doch die herrschenden Kreise unterbinden jede Kritik an der bestehenden Ordnung. Oppositionelle verlassen Deutschland. Paris wird zur Hochburg der Immigranten. Dort lernen sich die späteren Verfasser des Manifests 1844 kennen. Karl Marx, aus einem protestantischen Elternhaus jüdischer Herkunft, und Friedrich Engels, Spross einer wohlhabenden industriellen Familie. Wo finde ich denn bitte Monsieur Marx? Wenn Sie mir bitte folgen. Ja, gern. In ihren politischen Ansichten stimmen sie überein und können doch noch voneinander lernen. Dr. Marx? Herr Engels? Ja, guten Tag. Die Begegnung mit Friedrich Engels in Paris 1844 muss sehr bemerkenswert gewesen sein, weil zwei junge Männer da aufeinander getroffen sind, die feststellen, dass sie in allem übereinstimmen. Es war Friedrich Engels, der Kaufmann, der Marx nahegebracht hat, was Marx nicht kannte, nämlich soziale Wirklichkeit und eine Anschaulichkeit der eigenen Erfahrung. Er hat dem Marx eine Wirklichkeit gezeigt. Wenn sie Tausenden die nötigen Lebensbedingungen entzieht, so ist das Mord und nichts anderes. Sozialer Mord. Marx und Engels halten eine Revolution für unausweichlich. Ihr Ergebnis wird eine Welt ohne Eigentum und ohne Klassen sein. In dieser Utopie kann der Mensch ganz nach seinen Bedürfnissen leben. Zu seinem wahren Wesen. Er kann morgens jagen, nachmittags fischen, abends Viehzucht betreiben, nach dem Essen kritisieren, wie er eben Lust hat. Ja, aber ohne jemals im Leben ein richtiger Jäger, Viehhirte, Fischer oder Kritiker gewesen zu sein. Einer wie du eben. Voraussetzung ist der Klassenkampf. Arbeiter gegen die Bourgeoisie. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja, das spricht an. Zum Einstieg brauchen wir noch eine zugkräftige Parole. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Just als das Kommunistische Manifest 1848 die Druckerpresse verlässt, ist es bereits von der Wirklichkeit eingeholt. Eine Revolution fegt durch Europa. In Paris, Wien, schließlich auch in Berlin gehen einstige Untertanen auf die Barrikaden. Sie fordern Freiheit, Demokratie, aber auch die deutsche Einigung. Eine klassenlose Gesellschaft ist nicht das Ziel der tonangebenden Bürger. So ein Unsinn! Wenn die Revolution vorbei ist. Parteien, die sich an den Ideen von Marx und Engels ausrichten, entstehen erst später. So der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein 1863 in Leipzig und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 6 Jahre später in Eisenach gegründet. Aus ihnen geht die SPD hervor, bald größte Partei im Kaiserreich. Doch sie ist zerrissen. Es geht um die Frage, Sozialismus mit oder gegen den Staat.
Die Obrigkeit misstraut der populären politischen Kraft und geht gegen ihre Anhänger vor. Der Sozialdemokrat. Abführen! Papa! 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 Mit der Zeit findet die SPD in eine staatstragende Rolle. Verfechter marxistischer Ideen verlassen die Partei und suchen nach dem Ersten Weltkrieg eine neue politische Heimat in der KPD. Doch eines haben alle Parteien und Bewegungen der Arbeiter gemeinsam: Marx und Engels als Geburtshelfer und Ideengeber. Tja, was sagt die Geschichte? Geklappt hat es nicht mit dem Kommunismus. Wobei, vielleicht hat man es nur falsch angefasst. Ist denn der Gedanke einer klassenlosen Gesellschaft so verkehrt und zeigt uns nicht die jetzige Corona-Krise, wie verletzlich unser kapitalistisches System ist und welche Nachteile es auch hat? Kann man noch mal diskutieren. Wenn ihr wollt, macht das gerne in den Kommentaren. Sensibles Thema, aber ich weiß, ihr bekommt das sachlich und fair hin. Und ein Video zur Begriffsklärung von Sozialismus und Kommunismus findet ihr hier neben mir verlinkt. Was ihr auch gerne machen könnt, ist natürlich diesen Kanal hier zu abonnieren. Dann verpasst ihr künftig kein weiteres Video mehr. Danke dafür, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.